Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid mit unserem kleinen Axtmörder, Mr. Nanius Howard, der mal ganz gerne aus der Toilette trinkt, aber es jetzt nicht mehr machen darf, der arme Kerl. Ich hoffe, er bekommt keine Entzugserscheinungen. So, wir sind hier in einem Motel. Und wir sind immer noch verwundet, hier rechte Unterarm und die rechte Hand immer noch stark angeschlagen. Vielmehr stark angeschlagen, es ist schon so gut wie verheilt, aber es ist halt immer noch da. Und ja, darauf habe ich gewartet. Er wird langsam müde, unser Freund. Und jetzt, wo wir eine Axt haben, fällt mir dazu gerade ein, können wir auch Türen kaputt machen. Also, falls wir irgendwo gleich vor einer verschlossenen Tür stehen. Und ich würde doch gern mal wissen, warum das so unglaublich lange dauert, mit dem Schleichen und Sprinten. Warum dauert das so lange? Sonst hat das nie so lange gedauert. Naja. So, ja. Hier hatten wir alles schon versucht. Die gehen ja nicht auf. Ich könnte unten nochmal gucken. Denn so ein paar Minütchen haben wir ja noch. Ich guck mal hier. Denn wir haben ja jetzt auch so einen tollen Rucksack. Yippie-yay. Und da können wir ganz viele tolle Sachen reinpacken. Viele Sachen. Und warum geht er so langsam? Ich verstehe das nicht. Es ist mir manchmal ein Rätsel. Und warum spinnt der Kater jetzt schon wieder im Hintergrund? Das ist mir auch manchmal ein Rätsel. Das ist, warum fängt meine Nase an zu jucken bei Penumbra? Das ist, sobald ich die Aufnahmetaste drücke, dreht hier alles durch. Das ist so. So, was haben wir da? Ein Magazin, was wir nicht brauchen. Ein Golfschläger. Minzbonbon. Eukalyptusbonbon, das können wir uns gerade mal reinfahren. Oh, sind wir etwas gesättigt. Ganz toll. Da hätten wir noch einen Golfschläger anzubieten, aber den brauchen wir ja auch nicht. Da bellt ein Bauzi im Hintergrund. Achso, ist hier noch... war leer. Okay. Okay. Mehr ist hier nicht. Und ich muss sagen, ich habe auf eine Karte gesehen. Sehen aus, als hätten wir eine Tätowierung hier. Ich habe mir eine Karte angesehen. Ich weiß so halbwegs jetzt, wo wir uns befinden. Denn das ist ja hier immer mal von Vorteil im Spiel. So, können wir hier nochmal auffüllen irgendwas? Können wir nicht. Na gut, wir warten jetzt noch bis um 10. Und dann hauen wir uns in die Kiste. Mich würde interessieren, wann das verheilt ist. Naja, vielleicht ist es ja jetzt am nächsten Morgen verheilt. Und ich finde das cool, dass die das eingebaut haben. Jetzt muss man echt gucken, dass man sich eben nicht auf Kämpfe einlässt. Denn das kann ganz schnell damit enden, dass man halt eben solche Wunden ständig hat. Und das ist ja auch nicht so toll. So. Warum schläfst du nicht einfach da? Nein, der gnädige Herr muss natürlich... muss natürlich darüber. Ein besonderes Bett. So, 6 Uhr morgens. Sehr schön. Daraufhin genehmigen wir uns erstmal einen Schluck. Ach, ich kann nicht anders kommen aus dem Klo. Er kann seinen Trieben nicht widerstehen. Es tut mir leid. So, was zu essen wäre mal ganz gut. Ich glaube... ich glaube, jetzt ist gerade mal der Zeitpunkt gekommen, lecker Erdnussbutter zu frühstücken. Die ist lecker. Lecker Schmecker. Macht schön fett. Und wir sind satt.
So. Okay, da unten ist... Oh. Nein. Och nein. Bleibt bitte da, das sind die von da drüben. Bleibt bitte, wo ihr seid. Wir wollen euch nichts tun. Ich muss nur gerade mal rausfinden, wo wir... Okay. Wo wir sind. So, kann ich hier dieses Holz einsammeln? Kann ich nicht. Okay. Wir haben ja auch einen Hammer, ne? Und Nägel haben wir auch. Damit könnten wir sogar schon die ersten Sachen craften und so weiter. Oder uns eine Hütte irgendwo bauen. Aber das machen wir nicht hier. Und das muss ich mir vorher auch genau angucken, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber das würde ich jetzt dieses Mal ganz gerne machen. Denn ihn allein da hochzuschicken zum Einkaufszentrum ist ja nun auch nicht so toll. Da können wir uns jetzt wenigstens noch hier irgendwo eine Hütte bauen. So ein bisschen Farming und so weiter. Das zumindest mal ausprobieren. Und ich denke, mit dem Farming, das ist so eine Sache. Das nimmt leider fürs Let's Play wahrscheinlich zu viel Zeit in Anspruch. Also das kann man privat machen. Aber ich glaube so, das im Let's Play zu sehen, ich glaube nicht, dass das besonders spannend ist. So, ich guck gerade nochmal hier. Ist aber auch nix. Trinken, Fenster öffnen, Fenster einschlagen. Mehl, damit könnte man bestimmt auch irgendwie Brot backen oder so. Oh, Nägel. Nägel, Nägel, Nägel. Nägel sind wichtig. 20 Stück. Orange Limo. So, und wir fahren uns wieder alles rein hier. Auch die Orangenlimo wird getrunken. Den Speck, den könnten wir uns eigentlich zubereiten. Ich... Warte mal, weißt du was? Wir versuchen das mal. Das versuche ich jetzt mal. Ich nehme mal die Pfanne. Und den Speck. Oh Gott. Das ist auch wieder... Das ist so ein... Ach, wie cool. Ach, das ist ja cool. Mache Pfannengericht, mache gebratenes Gemüse. Gebratenes Gemüse aus Speck. Natürlich. Natürlich. Speck ist Gemüse, oder was? Warte mal. Ach, wie cool. Und nu? Frisch ungekocht speckgebratenes Gemüse. Aha. ist klar. Ich verstehe schon. Das gebratene Gemüse aus dem Speck. Ist ja echt die Härte. Das sind diese... Weißt du, diese... bescheuerten Witze von diesen... Superfleischessern, die einem immer diese... Vegetarier-Witze dann erzählen, die total unlustig sind. Aber Hauptsache mal hat man so einen Spruch gebracht. Speck ist mein Gemüse. Mein Essen... Nee, warte mal. Dein Essen frisst meinem das Essen weg. Idiot. So. Kocht. Würde mich nur interessieren, was passiert. Und wenn ich jetzt... Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Salz hätte oder so, oder Pfeffer, könnte ich das mit Sicherheit noch verbessern, aber wir lassen es mal. Aber das ist, jetzt doch ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also, dass man auf den Speck halt draufklickt und, rechtsklick... Und dann damit das Ganze macht, weil vorher musste man das ja echt einzeln da reinpacken und so ist das ja ganz cool. Dim, dim, dim. So, aber das muss bis oben hin sein, ne?
Hallo? Lalalala. Was war das? Achso, die Brause. Das war nur die Brause. Da trinken wir doch gerade nochmal einen Schluck. Ekelhaft. Mr. Howard, Sie sind ein Schwein. Das dauert ganz schön lange. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann verbrannt ist, wenn... Ich glaube, es ist noch ungekocht. Wir warten mal. Komm schon, wir haben Hunger. So, und wenn das jetzt voll ist... Jetzt ist es gekocht, aha, und jetzt verbrennt es, okay. Nehmen. Wir können ja so eine Pfanne mal mitnehmen, ne? Oder so ein Top. Das wäre ja an sich ganz cool. So, und jetzt... Kann ich das einfach so... Jetzt muss ich das alles aus der Pfanne essen. Naja, wir essen mal alles. Cool. Dann stopfen wir die mal da rein, da ist ja noch Platz. Das Feuerzeug brauchen wir. Denn irgendwann müssen wir das auf offenem Feuer machen. Wenn hier der Strom ausfällt. Achso, hier haben wir noch gar nicht geguckt. Ein Schulranzen. Den kann man ja leider nicht noch extra aufziehen. Leider geht das nicht. So, Munition haben wir ja jetzt eigentlich auch eine ganze Menge, ne? 30 Schuss. Zwei Magazine. Das ist ja für den Anfang schon gar nicht schlecht. So, kann ich hier nochmal was voll machen? Nein. Zack. So. Okay, wir gehen mal dort entlang, denn da ist irgendwo dieses isolierte Haus, also dieses isolated House. Ist so eine Hütte, die so ein bisschen abseits ist, gehört man vielleicht schon am Namen. Und auf jeden Fall ist das ein ganz guter Punkt, um von dort aus eben Operationen hier in der Stadt zu starten. So, die gnädige Frau da oben packen wir uns mal. 1 und allein aus dem Grund, weil ich die Axt dann doch nochmal ausprobieren will. Okay, funktioniert. Funktioniert ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und da sieht es so aus, als ob da eine Axt liegen würde, ne? Oder sowas. Aber, nee, wir lassen es. Unten ist auch schon wieder einer. Und hier sind wieder haufenweise. Haufenweise Hühnerschrecker da unten. Die über den Zaun klettern. So, ich bin wagemutig. Jawohl. So. Ich muss sagen, mit der Axt klappt das schon echt ganz cool. Ganz cool klappt das, Junge. Und die kann man reparieren mit was? Das müssen wir uns gleich noch genauer angucken. Denn die wird unser wichtigstes Werkzeug des Anti-Zombie-Kampfs hier sein. Unsere gute Axt. Ja, ich glaube, die zwei Kollegen haben uns auch gesehen. Ja. So. Scheiße. Da muss man jetzt aufpassen. Dass die uns...
Mann. Okay, das war Glück. Wenn man so mehrere hat, dann ist da... Ai! Hallo? Och, Mann. Er war nicht richtig tot. Ist ja wohl nicht wahr. So ein Scheiß. Oh, Kacke. Scheiße. Mann. Warum muss das immer passieren? Sag mir das mal. Warum? Die können wir gleich da draußen lassen, die werden wir noch brauchen. Oh, Kacke. Was liegt da? Wahrscheinlich auch wieder nur Müll. So, wir müssen, glaube ich, noch mal eins darüber. Echt, ey, ich hasse euch, ihr blöden Kack-Zombies. Die ist noch nicht tot, okay. Okay, das war eben... Der, Sound... hat sich irgendwie anders angehört. Oder vielmehr, da ist ein anderer Sound dazugekommen. Zu dem... Sterbesound. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. So, und ich glaube, das ist das Isolated Hütchen, was ich meine. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Aber die sehen ganz praktisch aus. Warte mal, ich glaube, es ist... Da drüben, wo sind wir denn hier überhaupt? Naja. Ich habe keinerlei Ahnung gerade. Ding, ding. Ups. Also so manche sind ja hier echt ganz schön fix unterwegs, ne, von denen. Das ist... Muss man denen schon lassen. Die sind schon echt schnell. Aber mich würde jetzt interessieren, ob wir... Cool. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon mal. So, und die haben echt eine enorme... Ja, jetzt ist er tot. Eine enorme Reichweite bekommen auch, ne? So, die ist... Okay. Es ist wirklich schwieriger geworden. Man weiß jetzt nicht mehr so genau, sind die Kollegen tot oder sind sie es nicht... Das ist nicht mehr so einfach wie sonst. Bis er da, wo es noch einmal Platsch gemacht hat, da war das noch einfach. So, komm. Einen nach dem anderen anlocken hier. So, der ist jetzt tot. Erst wenn die Blutfontäne kommt. So, dieses Haus dort oben mit dem Zaun. Ich glaube, das müsste das Isolated House sein, jawohl. Das ist ein ganz guter Punkt. Und da waren wir auch schon mal. So, jetzt erstmal hier ihn. Komm schon! Komm her! Na, komm schon! So, jetzt. Hui. Was ist mit ihr los? Okay, die Zombies haben manchmal ein merkwürdiges Verhalten. Also, finde ich zwar gut, aber doch komisch. Okay, jetzt erstmal hier oben hin. Das steigt wirklich ganz, ganz extrem langsam hier. So, bitte geh auf. Bitte... Oh, natürlich nicht. So, jetzt werden wir als erstes dann mal die Tür hier einschlagen. Und das kann man reparieren mit 2 Klebeband und 2 Kleber. Haben wir natürlich nicht. So, und so müsste...
das eigentlich gehen. Jawohl. Und das hat auch zum Glück keiner gehört. Da haben wir nochmal 5 Nägel. Die Nägel wären natürlich Klebestreifen. Klebestreifen bringt uns nichts. Hammer bringt uns auch nichts. Mist. Und eine olle Türklinke bringt uns auch nichts. Hätten wir jetzt einen Baseballschläger. Jetzt ist da natürlich einer drin. Es wird immer schöner. Und da sitzt auch schon einer. Und hier geht kein Fenster auf. Was soll denn das? Jetzt geh auf. Komm. Jawohl. Damit wir die anderen Fenster noch vorm Einschlag hier bewahren können. Oh! Kacke. So, jetzt seid ihr aber tot hier, ne? Ja, jetzt sind sie tot. Toll. Das Fenster. Das gute Fenster. Ist kaputt. Dann nehme ich mir erstmal stundenlang hoch dieses Brett. Und mit diesem Brett, das müsste ja dann eigentlich... Warte mal. Recht schwer beladen. Und den Nägel packen wir auch mal nach vorne. So, wenn ich jetzt das hier verbarrikadieren. Okay, cool. Das hat funktioniert. Mit einem Nagel und einem Brett. Naja, immerhin. So, wir müssen was essen. Speck und Torte, alles rein. Schmelzkäse und die Radieschen und aus dem Speck machen wir uns morgen was zu essen. Morgen früh. Yum, yum, yum. So, warte mal kurz. Der Kochtopf wiegt 1. Die Pfanne wiegt wahrscheinlich auch 1. Die Pfanne kann man natürlich noch als Waffe nehmen. Die Chips nehmen wir wieder mit. Die auch. Nur langsam geht uns der Platz aus. Im Rucksäckchen, ne? Das ist der der Problem, Alter. Mein Gott. Das ist der Problem. Aber wir müssen so viel Essen horten, wie nur geht. Und hier sind irgendwo, sind hier noch welche, ne? Man hört es doch. Man hört es eindeutig. Irgendwo hampelt hier noch jemand rum. Und will uns ans Leder. Was haben wir da? Blatt Papier, Magazin, blablabla. Ist hier das Bad? Ne, nur ein Ding mit leeren Regalen. Hallo, Bad? Bad? Ja!
Und trinken. Obwohl, nee, warte mal, können wir auch einfach füllen. Und nochmal füllen. So, weil er trinkt das ja automatisch. Ah, können wir hier nochmal kurz nach Medizin gucken. Natürlich gibt's keine. Schön. Keine Medizin, das ist toll. Baseballschläger. Ach du Kacke. Uiuiui, hier gibt's tolle Sachen. Und nochmal ein großer Wanderrucksack. Aber zwei bringen uns natürlich nichts. Und nochmal 9mm Patronen. Und ganz viele Baseballschläger, das ist echt. Wir könnten sogar auf einen Baseballschläger umsteigen. Als Nahkampfwaffe, aber warte mal, hier hampelt irgendwo, ist hier doch noch einer. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe das Gefühl, hier hampelt irgendwo ein Zombie noch außen. Oh. Ganz viele. Toll! Alle dort auf der Seite. Die kommen aber so nicht rein. Das ist ganz cool. Na gut. Okay. Würde ich sagen, machen wir hier nächstes Mal weiter. Bis dann. Ciao.